Gut, jetzt ist ja Karneval endlich vorbei. Was bleibt, ist das schlechte Gewissen gegenüber dem Partner und der Kater. Kater ist ja immer so eine Sache. Wer von Ihnen nimmt Elotrans, das neue Zaubermittel? Wer hat es schon mal benutzt? Keiner. Oh, ihr vertraut auch noch auf die Hausmittel? Sehr, sehr gut, denn ich zeige Ihnen jetzt das beste Mittel gegen den Kater. Puffys Geheimrezept, meine Damen und Herren. Und ich wette, unser Sven hätte das sehr, sehr gerne gehabt. So, ganz wichtig ist ja Elektrolyte. Ne? Das heißt, Sie brauchen immer ein bisschen Salz. Ja? Und über die Tage geht ja schon einiges raus an Salz. Da haben wir jetzt erstmal eine Grundlage. Und dann ist es natürlich so, dass man zwar fasten sollte, aber das Konterbier gehört schon in einen guten Katercocktail rein. Wir brauchen auch Flüssigkeit, um die restlichen Zutaten dann auch noch gut aufzunehmen. Haben wir auch wirklich ein Qualitätsprodukt. Das riecht jetzt schon nach Kopfschmerzen. Was ich auch mal wichtig finde, ist ja Tomatensaft. Ne? Kennt man sonst immer nur aus dem Flieger. Und angeblich soll das auch irgendwie gut sein, für wenn man mal hinten rum denkt, oh, was war das gestern? Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Das sieht jetzt schon richtig lecker aus, meine Damen und Herren. Finden Sie nicht? Ja. Nun ist da ja natürlich noch keine Masse drin. Ich finde, wir brauchen da ein bisschen Masse. Und ich habe es gerne scharf am nächsten Tag. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Deshalb tun wir da mal hier von den extra scharfen, sind extra scharfe, ne? Sind sehr extra scharfe Feveroni. Da machen wir mal das Glas rein. Ja, da machen wir das Glas rein. Doch, doch, ja. Weil das waren ja auch viele Tage, die wir unterwegs waren. Ganz wichtig natürlich, Koffein. Koffein muss auch mal rein, das ist ein ganz frischer Kaffee. Der ist richtig frisch, das ist so eine Art DB-Kaffee. Deutsche Bahn-Kaffee. Damit können Sie auch Teeren oder Dächer irgendwie wasserdicht machen. Rollmops. Rollmops, da scheiden sich ja die Geister beim Rollmops. Viele sagen, oah. Ich sag, doch, doch. Mach auch mal rein, Rollmops muss. Ganze. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Schärfe. Wir brauchen noch ein bisschen Schärfe. Und den Trick habe ich von Ralf Möller. Wir sind ja in Kontakt, also über Facebook. Ein rohes Ei für einen Muskelaufbau hinterher. Und was ja viele falsch machen, viele von Ihnen werfen die Schale weg. Nee, nee. Die muss mit rein. Und natürlich dann auch noch was für den Magen. Ich bin der Meinung, in einem guten Katercocktail, da sollte ein Döner nicht fehlen. Ja? Nicht. Ja, ja, nee, nee. So. Hier nur wichtig, nicht das ganze Brot, nur ein bisschen Brot. Das gibt sonst sehr festen Stuhl. So, und das ist eigentlich dann schon. Lecker. Dann ist es schon fertig und jetzt haben wir extra einen Mixer mit 2,5 PS. Der sollte das eigentlich nicht, gut durchrühren. Top. Seien Sie nicht zu begeistert, wir haben doch noch gar nicht probiert. Habe ich auch ein Glas? Ja. Aber hier, es klebt schon mal hervorragend. Da muss ich sagen, der Rollmops setzt sich etwas in den Vordergrund. Hier ganz wichtig, cremig muss es sein. Cremig. Ich habe versucht, so eine Art Latte Macchiato-Stimmung im Glas einzufangen. Muss sagen, ich hatte schon mal Durchfall, der ähnlich aussah. Kann ich mal Trommelwirbel haben? Ein bisschen Trommelwirbel. Meine Damen und Herren, das ist ein fantastisches Getränk. Das ist ja, nee, warte mal, wer will mal probieren? Wisst ihr? Ganz ehrlich. Top. Warte mal, der Willi. Komm weg, die Scheiße. Hm?
Hinrum ist ja klar, ne? Was geil ist, eigentlich, ich dachte, es will keiner trinken. Ich wollte die 100 Euro bieten, damit du es trinkst. Ich wusste ja nicht, dass er einfach so... Aber weißt du was, komm hier. Oh. Richtig lecker. Das müssen wir abfüllen, damit müssen wir auf den Markt. Coca-Cola, zieh dich warm an, ey. Das ist das nächste Hipstergetränk.